Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und hier haben wir einen schönen Regenbogen im Hintergrund. Ja, wir sind im letzten Part aus Schloss Hyrule entkommen, nachdem wir gefangen wurden. Ja, was auch immer, das war sehr schrecklich, aber jetzt geht es einfach weiter. So, wir sollten... Und? Was willst du jetzt machen? Oh, hallo Midna. Ich dachte, du wärst weg. Dachtest... Schnauze. Was muss ich dir noch sagen? Es bringt nichts, wenn du hier versuchst, den Helden zu spielen. Das Gebiet jenseits der Brücke ist bereits von Schatten überzogen. Und dort kommst du nur hinein, wenn ein Wesen der Finsternis dich hineinzieht. Kurz gesagt, du brauchst die Hilfe von jemandem wie mir, um die Schatten zu betreten. Wenn du deinem Freund also helfen willst, tust du besser, was ich sage, verstanden? Ob wir erfolgreich sind, hängt davon ab, wie brav du bist. Und denk nicht, dass ein paar nette Worte ausreichen, mich zu überzeugen. Alles, was ich im Moment brauche, sind ein gutes Schwert und ein Schild, der zu mir passt. Du weißt doch, was das heißt. Was willst du tun? Während wir hier reden, breiten sich die Schatten weiter aus. Also los, wir haben wirklich keine Zeit. Okay. Ja, Schatten, ne? Böse. Okay, also dann Schwert und Schild. Feind! Nein! Zerfleische dich! Sobald du widerstehst. Yeah. Also dann, auf zurück ins Dorf. Ein Schwert und ein Schild zu finden sollte ja nicht allzu schwer sein. Ich meine, das hat man doch immer. Los. Sterb. Hahaha, easy peasy. So. Ich würde sagen. Ist hier. Hallo Eichhörnchen. Tschüss. Auf ins Dorf. Warte! Eichhörnchen. Diesen Fiesling hast du ja ganz schön Saures gegeben. Bravo. Die Typen haben unser ganzen Wald verwüstet und das Dorf auch. Sogar die Kinder aus dem Dorf haben sie entführt. Doch du bist einer von den Guten, das merkt man direkt. Schließlich riechst du genau wie die Bäume von Ordo. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, sprich am besten mit den Tieren im Dorf, ja? Keine Sorge, wir Tieren verstehen uns untereinander, du bist also nicht allein. Okay, wo bist du hingelaufen? Tschüss. So, jetzt sind wir also in diesem... Ach, du hast dich entschieden, aber anders hinzugehen. Oh nein, was für ein Elend. Ach Kinder, wo seid ihr nur? Vergebt eurem Vater diesem törichten Taugenicht. Japp. So. Gehen wir einfach mal irgendwo hin. Hallo Huhn. Ja, na du, neu hier was? Gar nicht mehr so dumm von dir, dich erstmal bei den wichtigsten Leuten bekannt zu machen. Also quasi bei mir. Du willst etwas über das Dorf erfahren? Da muss ich kann dir alles erzählen, was du wissen willst. Was meinst du? Ja, warum nicht? Für Glücklich ist es ja ein ganz normales, ruhiges Dorf, aber heute gab es ziemlich Ärger. Du glaubst es nicht, Monster haben das Dorf überfallen und die Kinder entführt. Übrigens, irgendwie siehst du auch ein wenig monströs aus. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Die Leute in der Stadt reagieren ziemlich allergisch auf alles. Okay. Was auch immer. Mal umsehen. Menschen. Oh, du meinst den Schild. Du bist viel zu laut. Schild. Lauschen. Ich komme, ihr singt so, du weißt schon. Dieser Schild ist doch noch bei dir zu Hause, oder? Ja klar, die muss ich irgendwo in der oberen Abstellkammer sein. Dann geh und bring ihn her. Mo ist ja verletzt, also werde ich mich auf die Suche nach den Kindern machen. Aber Mo haben sie erwischt, obwohl er ein Schwert hatte. Ohne Waffe hast du auch keine Chance. Keine Sorge, das Schwert, das wir der königlichen Familie als Geschenk bringen wollten, ist noch in Mo's Haus. Ha, jetzt wissen wir also, wo Schwert und Schild sind. Ihr seid Trottel. Na gut, wenn du es sagst, Boro, also gut, ich hole es dann jetzt. Ah, ein Monster, nichts wie weg. Tschüss.
Na, wenn das mal nicht interessant ist. Was für eine Bande von Schwachköpfen. Also? Okay, ich nehme an, wir sollten über das Rad nach oben kommen. Welchen Weg sollen wir nehmen? Hallo, Katz. Hund? Spazieren gehen bei Nacht ist echt der Wahnsinn. Vielleicht kann ich ja heute wieder was Tolles finden. Löcher graben und Schätze finden ist doch das Allergrößte. Mit dem Spüren muss man nur genug graben. Ja, und mit dem Y-Graben, ja, da findet man immer was. Ach ja. Wow. Na, ja, was kommen wir. Also dann, jetzt versuchen wir mal irgendwie in dieses Haus reinzukommen. Ein Monster! Wollt ihr etwa schon wieder unser Dorf überfallen? Gib uns unsere Tochter zurück! Hier, nimm das! Er nutzt den Falken! Du Arsch! Tu es nicht! Au! Hat er gut funktioniert? Ah, das Gefühl, dieser Vogel mit uns. Ich will nicht sterben, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, sterben bringt nichts. Alles blöd. Das ging schief. Okay, wir sollten uns von diesem Vogel fernhalten. Dann holen wir erstmal das Schwert, das sich ja in Mo's Haus befinden soll. Was wollen wir zu sagen? Was? Sag mal, du wirst doch wohl mit diesem fiesen Typen fertig werden, oder? Dann setz dich gefälligst in Bewegung. Ja, was auch immer. Halt mal dann. Hallo, du bist die Katze. Sag mal, bist du etwa von dem Falken angegriffen worden? Entschuldige, der Mann, der den Falken gerufen hat, das ist das Herrchen von meinem Frauchen. Vielleicht kannst du dich von hinten anschleichen, um ihn zu erschrecken. Stell dir vor, Ähnliches hatte ich auch schon vor. Aber erst sollte ich mein Schwert holen. Das ist doch das Haus von diesem Typen, oder? Hier wohnen Mo, Ulina und Colin. Ich wusste es. Aber wie soll das an das Schwert rankommen? Okay, dann nehmen wir erstmal das Schild. Okay, okay, okay. Irgendwie von Hand. Wie sollen wir jetzt da hochkommen? Zu folgen? Was willst du? Na, also gut, von hier aus könnte man übers Dach klettern. Wie praktisch, danke. Das hätte ich jetzt zu übersehen. Hopp, hopp. Hallo, du kleiner Fratz. Ah. Ah. Ja, hab Angst. Oh, er ist ertrunken, denke ich. Yay. Und hopp, rein ins Haus. So, mal sehen. Sind in den Kürbissen Herzen? Wunderbar. Ich werde auch gerade so mitten aus dem Boot. Ja. Da ist ja der Schildbo. Ah, da. Soll das so nochmal? Oh, okay. Ha! Easy. Shit! Er verbrennt viel mit Feuerkontakt. Super. Sieht irgendwie billig aus. Also gut, und jetzt das Schwert. Das wird es doch bestimmt schnell, oder? Ich weiß, wo es ist, aber. Ah, da geht's raus. Aber ich weiß nicht, wie ich da jetzt schnell hinkommen soll. Was war das für ein Geräusch? Sind da etwa die Kinder zurückgekommen? Ich sehe mich nochmal um. Geh du lieber rein ins Haus. Das Schwert, das in den Hof von Hyrule liegt auf dem Sofa. Wenn der Bürgermeister zu holen kommt, gib es ihm. Aber Mo, du bist doch verletzt. So. Jetzt kommt ein Wolf und tötet Mo. Hallo. Hab ich dich, verfluchtes Monster! Dann halt nicht. Wie bist du hergekommen? Okay.
Okay, ich sollte hier wohl wegbleiben. Okay, Herzen? Nein, Geld. Hallo, Huhn. Nanu, ein Wolf in einer Vollmondnacht. Wie romantisch. Was verbirgt sich hinter dieser Erscheinung? Jemand, der zurzeit nicht im Dorf ist? Da kommt man schon ins Grübeln, oder? Du gefällst mir. Deine Augen verraten mir ein scharfes Gespür. Das Fell ist so weich und flauschig. So muss ein Wolf sein. Ist das eine Art Tipp? Soll ich hier mein Gespür einsetzen? Vielleicht ist hier irgendwas Wichtiges vergraben. Oh. Okay, nichts Wichtiges vergraben, aber man kann sich ins Haus graben. Ha! Interessant. Hey, damit! Das Ordon-Schwert! Ja. Wunderbar! Damit sind jetzt unsere Waffen komplett. Wenn du die Mühe gibst, bist du ja richtig zu etwas zu gebrauchen. Und damit und in unser kleiner Exkurs und jetzt führe ich dich in die faszinierende Welt der Schatten. Du solltest nochmal in den Wald gehen, in dem du in diese Gestalt verwandelt worden bist. Okay, wieder raus hier. Dann auf in den Wald. So, staubig. Okay. Tschüss. Ich habe alles, was ich wollte, du Trottel. Haha. So. Ich hoffe, dass wir jetzt hier langsam etwas mehr Action haben. Das war jetzt eher nichtig. Aber gut. Vielleicht passiert hier irgendetwas Unerwartetes im Wald. Wer weiß. Wald, Wald. Du bist zu waldig. Warte. Komm zu meiner Quelle. Das ist sehr dumm. Geh doch nicht einfach irgendwo hin, Link. Deine Erscheinung, eine dunkle Kraft, komm zu mir. Ja, gut gemacht, guter Hund, Trottel. Achtung, ein Wesen der Finsternis. Ich spüre, dass es näher kommt. Ah, da ist das Portal wieder. Diesmal wieder in Rot. Oh, da ist eins von diesen Dingern. Hi. Oh ja, ja, beiß ihn kaputt oder so. Guter Hund. Ah. Okay. Das war irgendwas. War das jetzt Dozent? Es wird dunkel. Und es wird wieder hell. Okay, hat die Quelle ihre Kraft zurück oder so? Irgendwie so wirkt das. Was ist das? Eine Lichtkugel? Lichtorb? Tja. Hallo. Okay. Tapferer Jüngling. Ich bin Latwan, einer der vier Lichtgeister, die im Auftrag der Göttinnen Heimwohl mit Licht erfüllen. Er funktioniert nicht so gut. Dieser Dämon, den du gerade niedergerungen hast, gehörte zu den Wesen der Finsternis. Sie rauben uns Lichtgeist und unsere Kraft. Okay. Das ist schlecht, denke ich. Schon ist alles nicht das halbe gewichen, da es von den Wesen der Finsternis geraubt wurde. Nein, Lichtgeist. Anderer Lichtgeist. Die Gebiete, welche die anderen Lichtgeister schützen, sind von den Schatten bedeckt worden. Das ist einer dieser Dinge aus dem Untergrund. Und ich glaube, der Lichtgeist wurde getötet. Der Arme. Okay. Hey, da ist Schloss Hyrule. Wenn niemand diese Wesen aufhält, wird bald nicht nur Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts von Schatten verhüllt sein. Oh, das wäre blöd.
sehr blöd. Um die Welt vor dem König der Schatten zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das heißt, dass du die drei Lichtgeister retten musst, die in den Schatten gefangen sind. Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du. Nein! Nicht ich. Dir selbst ist wohl noch nicht bewusst. Diese unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Nö. Wer einmal von den Schatten berührt wurde, verliert seine ursprüngliche Gestalt unwiderruflich. Hey, wir spielen einen Wolf für immer. Krasse Sache, ich freue mich. Aber wenn du dich in Tiergestalt zum Wald von Fyrone begibst und den Lichtgeist dort befreist, dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Warum ich das nicht kann? Weil ich schwächlich bin. Oder so. Und jetzt zerplatze ich in Lichtpartikel. Usch. Ich löse mich auf. Tschüss. Okay. Das war irgendwas. Okay. Krasse Sache. Und jetzt bringt uns das was genau? Oh, eine heilende Quelle. Das hat sich gelohnt. Okay. Danke, Latorn. Und tschüss, Latorn. Ja, jetzt bist du zu nichts mehr zu gebrauchen. Denke ich. Was willst du noch tun? So schattig. Pass auf. Sieh es dir gut an. Der Wald von Fyrone, wie du ihn kennst, wird mit Schatten überzogen, wie du siehst. Vielleicht wirst du niemals nach Hause zurückkehren. Willst du es trotzdem wagen? Ja, warum nicht? Wer will schon nach Hause? Geht das vielleicht noch brutaler? Oder vielleicht anders? Die Quelle von Fyrone nehme ich an. Weil das der Wald von Fyrone ist. Was machst du da mit der? So funktioniert das nicht. Puh, mit so etwas kämpft man also in deiner Welt. Vorsicht, das ist ein Schwert. Ob man mit so etwas wohl die Biester beledigen kann? Wirklich, tut mir leid, aber dieses Zeug ist nichts für mich. Wenn du willst, kannst du es ja verwenden. Ja, mach's kaputt, ich hab's nur gerade gemacht. Wie auch immer, ein Versprechen ist ein Versprechen, also werde ich dir helfen. Und vielleicht vertraue ich dir sogar. Dafür wirst du mir aber auch einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du etwas für mich findest. Was? Das sage ich dir später. Es ist aber ganz leicht. Warum machst du es dann nicht? Aber was viel wichtiger ist, hörst du auch die Stimme des Lichtgeists? Der Arme, so ganz allein im Dunkeln. Wo mag er nur sein? Will nicht wissen, was mit deiner Welt passiert, wenn wir ihn nicht schnell finden? Also los, nicht so träge, wir sollen den Geist schließlich finden. Edna, du bist kacke. Warum machst du deine Aufgaben nicht selbst? Egal. Es ist tatsächlich etwas düsterer hier, als ich es in Erinnerung habe. Okay. Wirklich. Okay, damit hätte man rechnen können. Das sieht sehr kampfplatzig aus. Und? Was wird passieren? Etwa ein Portal. Oh! Naja, die Monster sind einfach zu besiegen. Und es sind drei. Sollte trotzdem einfach sein. Er hat zwei Hits ausgehalten. Ja, was willst du tun, hä? Ja, oh nein, sie umzingeln mich. Tja, das wird ihn aber nicht nützen. Ich bin der Wolf. Aber die sollten wir bloß nicht unterschätzen. Im Grunde sind das kleine Fische. Mit denen müssen wir uns gar nicht lange aufhalten. Die schaffst du sicher allein. Los, mach sie fertig. Also viel Spaß, man sieht sich. Was? Ja, geh halt einfach weg. Mit einer ist echt blöd.
Du hast es nur rum. Was ist los? Ich schaue dir von hier aus zu. Ich tue dein Bestes. Oh. Okay, stehe. Du? Los! Easy. Easy, easy, easy. Dann stirb du. Stirb! Ich sagte stirb. Und stirb du. Was? Oh, klar. Klar, das ist fair. Warum nicht? Hey, warum beleben wir nicht alle Leute einfach immer wieder? Ja. Was dauert das so lange? Wenn von dem Biestern noch eins übrig ist, dann erweckt es die andere mit seinem Schrei wieder zum Leben. Also gut, ich werde dir helfen. Mach einfach nur, was ich sage. Halte B gedrückt. Ich baue ein Kraftfeld aus und wenn du es loslässt, machst du alle im Kreis auf einmal fertig. Okay. Das ist ein Kraftfeld. Ah, sterbt. Easy. Das ist interessant. Warum sagst du uns das erst jetzt, Midner? Okay, im Grunde hätten wir es vorher eigentlich nie nutzen können. Aber egal. Herzen. Warum drei? Man kann hier eh nur drei Herzen haben. Egal. Ich bin sehr glücklich um drei Herzen. Wir werden nämlich niemals mehr als drei Herzen haben. Und du bist etwas, denke ich. Hi. Sei vorsichtig, der Wald hat sich verändert. Er wurde mit Schatten überzogen. Auf finsteren Wolken umhüllt. Hier werden die Wesen des Lichts zu Geistern. Wesen der Finsternis und Dämonen beherrschen jetzt das Land. Ich bin ein Lichtgeist. Du willst hier mit klarem Blick. Suche mein Licht. Fülle das Strahlen, das die Wesen der Finsternis mir raubten, in diesen Tiegel. Oh, Tiegel des Lichts. Okay, wir sollen Strahlentau sammeln. Die Schatten werden vollständig vertrieben, sobald der Tiegel vollständig mit Strahlentau gefüllt ist. Wie praktisch. Verwende dein Gespür. Ja, okay. Karte. In den Schatten sind diese Käfer ebenso wie Menschen unsichtbar. Mit meiner verbleibenden Kraft zeige ich dir, wo du die Schattenkäfer mit deinem Licht findest. Okay. Also dann... Käferjagd. Wer mag denn keine Käfer? Suche die Schattenkäfer. Die Schattenkäfer sind eine Form des Bösen. Sie klammern sich an den Strahlentau, die Essenz meines Lichts. Okay, hey, Strahlentiegel, Tiegel des Lichts. Das sind welche. Sterb! Ja. Yay. Licht! Licht! Ich freue mich. Noch einer! Zurück! Dann kann man sich hier durchgraben. So ein Zufall aber auch. So ein kleines Creepy. Stirb! Stirb! So. Ja, mit deinem Licht, dankeschön. Aber, soweit ich mich erinnere, war noch ein bisschen Licht in diesem, ja genau, hier hinten, bei diesem Verkäufer. Hier oben? Hallo, Licht? Dort scheint es auch reinzugehen. Dann gucken wir doch mal auch da rein. Hallo, komischer Verkäufer, wann bist du hier? Bist du sogar wirklich. Was sind das für Viecher? So was habe ich ja noch nie gesehen. Ist doch nicht normal, die sind ja riesig. Wie eklig. Mist. Kommt mir bloß nicht zu nahe. Haut schon ab. Da sind sie. Haja! Eins und zwei. Ja, Licht. Oh oh, sie sind weg. Oh, was ist hier eigentlich los? Tja, das wirst du nie erfahren. Denn du bist nicht auserwählt genug. Und raus hier. Finden wir was drin? Ja, Geld und ein Herz. Klar, dein Geld, du Trottel. So, mal auf die Map gucken. Wir gehen jetzt mal. Ja, hier. Haben wir hier alles? Ja, okay, jetzt noch.
bis zu diesem Steineingang vom letzten Mal, wo dieses Kind gefangen war. Caro. Ah, das wollte ich nicht. Okay, wir fallen mit Taro. Aber ich sehe ja gerade, dass wir Taro wohl... Moment, warum sage ich das? Taro ist schon befreit. Das laber ich. Okay, Taro wird auch wieder gefangen genommen. Egal. Aber wir gehen hier erstmal weiter im nächsten Part. Denn dieser Part ist jetzt vorbei. Tschüss.